bin eigentlich auch ein Mensch, der immer wieder Arbeiten aufgreift. Also das heißt, bei mir gibt es sehr lange Zeiträume. Insofern ist die Ausstellung natürlich aktuell. Aber es gibt eben Ansätze, zum Beispiel das Thema Auto. Das ist jetzt da nicht im Vordergrund in der Ausstellung. Gott sei Dank hat die Margrethe Sandhofer da einmal ein anderes Konzept entwickelt, wo nicht das Label Auto nur da ist, sondern es sind eben andere physikalische Arbeiten. Und bei mir gibt es dieses Phänomen, dass ich manchmal eigene Arbeiten recycle oder Remakes mache, so wie es im Film oft vorkommt, weil man glaubt, dass man das noch besser machen kann, als man es schon einmal gemacht hat. Und es gibt da in der Ausstellung zu sehen wahnsinnig viele so Nabelschnüren, die nach hinten gehen. Beispielsweise gibt es eben diese Schiene als Modell, die 2 Jahre vor der realen Schiene entstanden ist. Die Schiene Kofler, da gibt es dieses Modell eben, das Modell, das im Vorfeld ist, also so quasi eine Genese der Arbeiten wird immer wieder erklärt. Oder die Spulen, es gibt dort die Arbeit Narzis, die kommt aus dieser Spulenplastik von 1970 und der Narzis wurde 1978 wieder aufgearbeitet und dann gibt es einfach Kongruenzen irgendwie. Die Spule hat mit dem Rad zu tun, das auch, und das Rad hat mit dem Auto zu tun. Und also Sie könnten irgendwie fast wie bei Grimms Märchen ein Märchen erzählen in der Ausstellung, weil Sie immer wieder Querverbindungen finden. Oder es gibt eine Serie Flugzeugabstürze. Flugzeugabsturz ist in erster Linie verursacht, natürlich durch einen Defekt oder durch menschliches Versagen, aber die Gravitation macht den Flugzeugabsturz zum Flugzeugabsturz. Also Sie kriegen Gravitation in vielen Hinsichten geliefert. Aus der Geschichte lernt man, dass es nichts prinzipiell Neues gibt, sondern nur Weiterentwicklung von bestehenden Sachen. Genauso gibt es nicht solitäre Leistungen. Also ich kann nicht, wenn es die Geschichte nicht gäbe, dann könnte ich absolut nichts machen. Und insofern möchte ich da ein Licht auch drauf werfen, dass es einfach immer nötig ist, mit Menschen zu arbeiten. Aber die Schiene Kofler, das ist so eines meiner Lieblingsstücke auch, oder die ich am meisten eigentlich wahnsinnig gern mag, die Arbeit, weil sie so einen finiten Charakter hat. Die Schiene hat 2 diametrale Eigenschaften. Die Schiene trägt und die Schiene wird getragen. Aber nur von sich selber, und also sie trägt sich nur selber und sie kann keinerlei Reserven, darf man nicht drauf sitzen, das ist nicht mehr möglich. Und so haben sie eigentlich irgendeinen Einblick in die physikalische Qualität des Materials. Also die Relation der Form des I-Profils und die Physik und die Chemie dieser Schiene, die wird eigentlich sichtbar. Also es ist ein Endpunkt. Sie befinden sich sozusagen am Ende dieser Sackgasse der Paradoxie. Sie können auch nicht beurteilen, wer tragt sie oder wird sie getragen. Also es ist einfach gleichmäßig. Mehr geht nicht. Und das macht mir eigentlich eine große Freude, dass eine Skulptur ausgereizt ist bis ans Limit sozusagen.